Es wird ernst mit dem neuen Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Am Dienstag hat der Geschäftsordnungsausschuss im Nationalrat die Aktenanforderung beschlossen und das Juristenteam gewählt. Und somit steht auch morgen bei der Nationalratssitzung der Einsetzung dieses Eurofighter-Untersuchungsausschusses nichts mehr im Wege. Verfahrensrichter ist der frühere Vizepräsident des Obersten Gerichtshofes Ronald Rohrer, Verfahrensanwalt der Rechtsanwalt Andreas Joklik. Die Vorsitzführung wird federführend der zweite Nationalratspräsident Karl-Heinz Kopf übernehmen. Ziel muss es sein, dass am Ende vor allem für die Öffentlichkeit, und das ist die politische Aufgabe, ein möglichst umfassendes Bild über diese zu untersuchenden Vollzugsvorgänge entsteht und dass damit auch für die Öffentlichkeit letzten Endes klar ist, die politische Verantwortlichkeit für diese Vorgänge auch zuordnen zu können. Ein konkreter Zeitplan für den weiteren Ablauf wurde noch nicht genannt. Faktum ist, gemäß der Verfahrensordnung haben jetzt die zur Aktenlieferung aufgeforderten Stellen einmal 4 Wochen Zeit, Akten zu liefern. Es gibt meinem Vernehmen nach eine Fülle von Akten, die natürlich einer Klassifizierung bedürfen. Das müssen die liefernden Stellen tun. Wir können es nur allenfalls, oder das Haus kann es allenfalls beeinspruchen dann, aber das ist im Vorfeld zu tun. Auch die Akten zu organisieren, damit hier im Haus dann auch entsprechend rasch das Ganze selektiert werden kann von den Fraktionen und den einzelnen Abgeordneten und deren Mitarbeitern. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden die Zeit auf jeden Fall nutzen, uns genau über die anderen Verfahrensfragen in der Zwischenzeit klar zu werden. Fest steht jedenfalls die Ausschussgröße, die mit 18 Abgeordneten festgelegt wurde.